Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir einfach zu viele Projekte auf einmal vorgenommen und muss da jetzt erstmal einmal Ordnung reinbringen. Ich zeige euch mal, wo es überall hakt. Auf meinem Schreibtisch. Er ist im Moment vollgemüllt. Gefällt mir gar nicht. Muss ich sowieso ändern, weil eventuell kommt hier ein Desktop-CD hin. Hier, der Bildschirm kommt hier irgendwo hin. Mein Märklin-Kalender muss ich dann auch noch umhängen. Und diese ganzen Regale hier muss ich einfach aufräumen. Der Drucker muss doch notgedrungen stehen bleiben. Den müssen wir dann noch an den PC anschließen. Weil meine Laptops reichen eigentlich nicht aus, um meine Videos vernünftig zu schneiden, beziehungsweise auch ja hochzuladen geht, aber zu schneiden halt nicht. Weil ich habe einfach nur einfache Schneidprogramme und die gefallen mir nicht mehr und da muss ich was anderes tun. Dafür brauche ich einen anderen PC. So, hier sieht man ein Projekt, was zwar schon in Vorbereitung ist, aber halt eben noch nicht ausgestaltet ist. Der Raiffeisenmarkt Zindelstein, den würde ich als fertig bezeichnen. Noch die ein oder anderen Preiserlein und dann bin ich da schon mit zufrieden. Dieser Bereich hier wird ja die Siedlung Zindelstein. Hier an dem Ende soll eine Feuerwehr hin und hier soll noch eine Straße so rumgehen und die hier dann praktisch am Kreisel anschließt. Dann möchte ich noch eine Brücke bauen. Wo ich die hinsetze, weiß ich noch nicht. Diese hier, die wird nicht vollendet. Jedenfalls nicht an dieser Stelle. Kommt vielleicht noch woanders hin. Muss ich mal schauen, dass ich von hier aus eine Fußgängerbrücke hier irgendwie rüberbaue zum Haltepunkt Zindelstein. Die Brücke kommt natürlich wieder hier hin. Das ist klar. Und dann soll ja so im Bogen der zweite Kreis über die Anlage gehen und hier dann wieder anschließen. Ob das alles so geht, wie ich gern möchte, weiß ich nicht. Also die Reihenfolge der Projekte wird sein, die Siedlung Zindelstein erst einmal auszugestalten, als nächstes wieder die Rampe aufbauen und dann versuchen, den Kreis zu machen. Und dann geht es da in der Ecke weiter. Da soll ja dann auch noch ein Windkraft hin. Ein Projekt wird noch sein, dass ich die Anlage vielleicht auf Rollen stelle und die dann bis an die Wand schieben kann, damit ich hier vorne mehr Platz reinkriege. Denn das ist mir ziemlich eng. Und unter der Anlage muss ich auch mal aufräumen und hier natürlich auch. So, das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe und wo es jetzt weitergehen muss. An sich bin ich mit der Anlage so als solches nicht zufrieden, denn ich habe bei der Planung eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte ursprünglich vor, diese Platte hier als Schattenbahnhof zu machen und dann eine zweite Ebene oben rauf zu bauen. Es ist mir aber leider nicht so gelungen, da ich wenig Platz habe hier. Also werde ich das mit der Rampe versuchen, die als zweiten Kreis auszugestalten. Die wird zwar offen sein, damit man von dem Ganzen hier noch sieht. Das wird einfach nur ein Gleis sein, was im Kreis geht, wenn es denn funktioniert.
Aber dafür muss ich erstmal so weit fertig sein, dass ich das hier unten ausgestaltet habe. Dann habe ich hier noch einen offenen Punkt. Weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Ich nehme mal die Brücke weg. Denn die gehört da ja nun gar nicht hin. Scheiße, auf Deutsch, Entschuldigung. Das sollte nicht so passieren. Ich stelle die mal hier hin. Das stelle ich nochmal wieder auf. Hänge ich da wieder ein. So, ihr seht, hier soll ja die Werkstatt der EVB gebaut werden. Dann habe ich hier noch den Museumsbahnhof, den ich noch ein bisschen ändern muss. Also an Gleisbaumöglichkeiten habe ich keine mehr. Muss jetzt mit dem auskommen, die hier sind. Ja, die Bäume kommen natürlich da weg, denn hier kommt ja der Werkstattbereich der EVB hin. Und dafür habe ich mir noch wieder was besorgt. Ich hoffe, dass das dann anschließend, so wie ich das haben möchte, auch wirklich schön wird. Hier werde ich so zwischendurch mal ein bisschen weiterbauen. Ob ich hier bei meiner Grube noch eine Grube einbaue, das muss ich erst mal sehen, wie ich das mache. Ich habe mir bei Franks Moba-Kanal was abgeschaut. Mal gucken, ob ich das hier auch verwirklichen kann. Ja, ansonsten geht es dann noch am Tunnel weiter. Der wird ja dann ungefähr an den Berg angeglichen. Die ganzen Module bleiben aber rausnehmbar, um später mal an die, falls da im Tunnel mal ein Zug entgleist, was ich nicht glaube, aber dass ich das alles mal wegnehmen kann. Dafür brauche ich da aber noch ein bisschen Stabilität drin. Das heißt, ich werde das Dach mit Gips machen. Und ziemlich glatt, weil über den Tunnel höchstwahrscheinlich auch die Rampe gehen wird. Also der zweite Kreis. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wichtig ist mir jetzt, dass ich die Siedlung Zindelstein ausgestalte mit Straßen und Häusern. Und das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich werde jetzt erst einmal sehen, dass ich die Feuerwehr dahin bekomme. Die soll da ja hin. Ich hole mal eben meinen Zeigestock, um euch das nochmal zu zeigen. Wie gesagt, die Feuerwehr, die soll hier hin. Das heißt, damit ich die Straße hier legen kann. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Dann soll hier ein Fußgängerweg hin und hier dann die Bushaltestelle. Und hier noch so ein paar kleine Accessoires. Hier vielleicht noch ein Blitzer aufgestellt. Aber das muss ich mir dann nochmal alles in Ruhe angucken. So, das ist der Plan. Dann habe ich hier ja noch eine Tunneleinfahrt. Mal sehen, ob ich euch die so zeigen kann. Das geht so nicht. Das mache ich irgendwann mal mit der kleinen Kamera. Hier soll ja noch ein Wanderweg hin, dass hier Touristen und Wanderer hochgehen können, die dann hier an einem Haltepunkt von der Museumsbahn abgeholt werden können. So ist der Plan. Dann muss ich ja noch von hier irgendwie eine Verbindung nach oben schaffen, damit die Monteure für das Windkraftwerk, was da hinkommt, arbeiten können. Und möchte ja auch nochmal eine Hochspannungsleitung bauen. Ob ich die von hier aus hier rüber baue, das weiß ich noch nicht, das muss ich alles sehen. Das ist aber noch Zukunftsmusik.
So, dies hier muss auch noch ausgestaltet werden. Und der Rangierweg für die Lokführer, der sich da befindet. Natürlich auch. Und der dann da oben. Hier endet. Wie gesagt, auch das muss ich alles noch mal in Ruhe gucken. So, das ist der Eindruck. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Eindruck geben können, was für Probleme ich hier noch habe. Und die möchte ich jetzt auch langsam lösen. Was mir eigentlich schon sehr gut gefällt, ist hier die Reifeisen-Zindelstein. Aber die Tankstelle und das muss auch noch alles vernünftig aufgebaut werden. Und ich habe hier ja noch ein Freebeet, was ich noch gerne fertig machen muss. Ich werde das höchstwahrscheinlich nochmal neu bauen. Gefällt mir so noch nicht. Aber das ist alles halt das, was ich noch machen muss. So, ich danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mal wieder Post bekommen, denn ich hatte was bestellt bei Barnhards Modellbahn. Bin durch Zufall auf seine Seite gekommen, denn ich suchte Bahnübergänge für das C-Gleis. Bei ihm war aber nichts im Katalog drin. Also rief ich da an und habe gefragt, ob er eventuell Bahnübergänge drucken könnte für das Märklin-C-Gleis. Dann haben wir noch ein bisschen zusammen geschnackt und er hatte gesagt, okay, mach da. Dann bekam ich, er wollte noch wissen, für welches Gleis ich das haben möchte. Also gab ich ihm die Märklin-Artikelnummer 24188 und habe gesagt, es wäre schön in 10 oder in 5 cm Breite. Paar Tage später bekam ich dann eine Mail von ihm, wo er mir schrieb, dass die Prototypen fertig sind und hatte auch Bilder dabei gepackt. Und sagte auch, dass er die demnächst in seinem Katalog aufnehmen würde, also in seinem Sortiment, und dass ich mir dann welche bestellen kann, was ich dann auch gemacht habe. Und vor einigen Tagen ist das Paket gekommen, das packen wir jetzt mal zusammen aus. So, ich bin jetzt selbst mal gespannt, wie die aussehen, die Bahnübergänge. Und die werde ich dann irgendwann mal in naher Zukunft verwenden. Zumindest einen davon. Ob ich beide gebrauchen kann, das weiß ich noch nicht. Also gucken wir da mal rein. Hier ist was drin. Schauen wir mal, was da drin ist. Hier ist zum Beispiel schon ein QR-Code drauf. Kundenzufriedenheit ist uns sehr wichtig. Es wäre toll, wenn Sie sich kurz die Zeit nehmen, um eine Bewertung bei Google zu schreiben. Ihr Bahnhard Modellbahn Team. Werde ich vielleicht machen, wenn mir das Produkt gefällt. Nun schauen wir mal, was in dem Briefumschlag ist. So, dann wird das hier sicherlich die Rechnung sein. Der 100 mm Bahnübergang kostet 13,99 € und der Bahnübergang in Breite 50 mm kostet 10,99 €. Jetzt schauen wir uns die mal an. Eine Visitenkarte ist da natürlich auch drin. So. Das hier wird der 5 cm sein. Da gucke ich gleich mal rein. Übrigens, die Firma Barnhard Modellbahn liefert auch Ladegut. Ich verlinke euch die Seite nachher nochmal in der Videobeschreibung.
Hier blende ich euch mal die Internetseite ein und in der Videobeschreibung werde ich die Internetseite verlinken. So, der Bahnübergang ist in einer wiederverschließbaren Tüte drin. Ich hole ihn da jetzt mal raus. Es liegt auch eine Gebrauchsanweisung dabei. Es sind einmal zwei Auffahrrampen. Und einmal ein Mittelstück, was man in die Schiene legt. Den 10 mm lassen wir jetzt mal geschlossen, weil ich glaube, für mich ist der 5 mm eher interessant. Sonst ist da weiter nichts drin. Ich hole jetzt einfach mal ein Gleis und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So, ich zoome da jetzt mal ran und dann schauen wir uns das mal an. So, in etwa soll das dann sein. Also mir gefällt das schon mal recht gut. Und ich kann sogar zwei Autos entgegenkommen lassen. Also diese Breite ist eher für einen Feldweg oder Fußgängerüberweg gedacht. Gefällt mir eigentlich recht gut. Kann ich dann eigentlich nur empfehlen. Und das Ganze werde ich mal einbauen in meine Anlage. Diese 5 Zentimeter Breite werde ich sicherlich mal einbauen. Ein bisschen ausgestalten und ich denke, das ist eigentlich recht gut. Ja Leute, nun sind wir wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ich habe euch viel mit meinen Gedanken zu meiner Anlage erzählt. Ich denke mal, es hat euch auch eine Menge Geduld gekostet, sich das anzuschauen. Deswegen bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr so lange durchgehalten habt. Dann als nächstes habt ihr ja gesehen, dass ich mir bei, Moment, damit ich den Namen auch richtig wiedergebe, schaue ich nochmal eben nach, bei Bahnhard Modellbahn zwei Bahnübergänge bestellt. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich die selbst bezahlt habe. Also nicht gesponsert oder sonstiges. Ich habe mir diese Bahnübergänge selbst gekauft und auch selbst bezahlt. Mit der Ausführung dieser Bahnübergänge bin ich sehr zufrieden. Die sahen als Prototypen etwas schlechter aus, als sie in Wirklichkeit sind. Ich kann sie nur empfehlen. Zumindest habe ich das ja mal, habt ihr ja gesehen, habe ich die mal auf ein Gleis ausprobiert. Verbaut habe ich sie noch nicht, aber das werde ich tun. Zumindest den 50 mm Bahnübergang. So, zum Bauen sind wir ja noch nicht viel gekommen in diesem Video. Sonst wäre es zu lang geworden. Also machen wir hier mal einen Cut und werden im nächsten Video mit der Feuerwehr beginnen und sie dorthin stellen, erstmal als Platzhalter. Fertig wird sie nicht werden, aber damit ich die Größe habe und das nächste Haus in Angriff nehmen kann, sehen wir mal, wie es dann wird. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ja, für dieses Video sage ich erstmal Tschüss, bis nächste Woche.